Okay, dann könnt ihr euch ja nochmal überlegen, wenn ihr in Salem seid, was ihr genau ihr tut. Ihr habt ganz grob, sollte nichts passieren, 6 bis 7 Tage Zeit. Ich frage einfach mal zu, Darwin, was möchtest du tun? 6 bis 7 Tage. Bis wir in Seelen sind. Bis ihr in Salem seid oder den Salem-Grund passiert. Ich sage einfach mal 6 Tage, dann erreicht ihr Port Zornbrecht und an der Stelle könnt ihr wieder einsetzen. Zu, Darwin. Sulamin würde auf jeden Fall irgendwann mal meditieren. Also ich komme nicht auf den einen Monat Abstand, aber eine Woche Abstand ist auf jeden Fall locker drin. Das mache ich irgendwann mal zwischendurch. Kann ich kurz auswürfeln. Das ist die plus 4 vom zeitlichen Abstand. Und Aves ist eine verwandte Gottheit. Das heißt, es ist noch eine plus 3. Und sonst sollte eigentlich nichts relevant sein. Vorbei an Ronnieshagen, Port Kelis. Boltax wird nochmal fragen, ob man Kanemünde halten kann, um die Novadis zu besuchen. Vorbei an Uroboch und irgendwelchen anderen exischen Namen, die im Seelengrund liegen. Dann kannst du meditieren. Ja, und ansonsten kümmert sich Zulamin um das Schiff und die ganzen Leute, die darauf wohnen. Unterhält sich ein bisschen mit Tekala, schaut, was der eigentlich schon so gelernt hat. Und fragt ihn bei irgendeiner Gelegenheit dann mal: Sag mal, Tekala, hat Diamantis dich eigentlich auch die Kunst des Schweigens gelehrt? Nein, aber ich kann gut sprechen. Ja. Tatsächlich. Du hast enorm schnell gelernt. Viel von den Seefahrern. Nun, was ich meine, Tekala, ist, du müsstest nicht unbedingt die ganze Zeit draußen vor der Tür sitzen. Du könntest dich durchaus auch hier aufhalten. Aber ich muss sicher sein, dass du nicht alles weitererzählst, was du hier hörst. Das meine ich mit Schweigen. Ich weiß ja gar nicht an wen. Außer Diamantes habe ich keine Freunde. Das ist sehr traurig. Naja, alle meine Freunde sind tot in den Spinnenbergen. Hast du denn Oder einmal versucht, neue Freunde zu finden? kurz vor der Arena, als wir unten in den Löchern saßen, da hatte ich auch Freunde und dann hat mich Diamantes gekauft. Ich meinte hier an Bord. Ein paar sind nett, aber keine Freunde. Ich bin Außenseiter, weil ich kein Matrose bin. Ich kann gut klettern und ich kann gut andere Sachen machen, aber ich bin kein Matrose. Dann ist es vielleicht besser, wenn du uns Gesellschaft leistest. Wir sind vermutlich keine guten Freunde für dich. Dafür sind wir ein wenig alt. Aber nun, dann bist du immerhin nicht alleine. Ihr seid sehr, wirklich sehr alt. Bei uns in den Spinnenbergen werden wir nie alt. Woran Das Leben ist gefährlich. Nur der Schamane, der das Tabu hütet, der ist alt. Ansonsten alle jung. Nun, dann wird euch das vermutlich als ganz normal vorkommen, oder? Wenn es bei euch einfach so ist. Das viele junge Leute, ja, aber ihr alt. Deswegen seid ihr ja unnormal. Aber ihr seid Helden. Ich setz mich rein. Ich versuche zu lernen. Tu das. Gut, noch irgendwas, was du tun magst? Nein, also mir fällt eigentlich gerade nichts Bestimmtes ein. Gut, ja, dann gibt es noch Gespräche mit den Bogenschützinnen und so weiter und so fort. Natürlich dann die Mannschaft, um die du dich kümmerst und bemühst. Dafür hast du dann genug Zeit. Serpentilio, fragen wir dich. Erstmal generell mir natürlich voll. Das ist sehr wichtig. Ich soll gleich Ja. mal mein Ding anmachen. Ja. Dann, ich würde Brauchst kurz mal. Regeneration, wenn du jetzt 6 Tage nicht so viel, okay, weil du viele Dinge kochen Es geht willst. tatsächlich nicht um die ASP. Ich drücke einfach mal 6 Mal drauf. 2, 3, 4. Ist egal. Ich will allerdings jetzt 6 Mal pro forma LEP-Regeneration würfeln, denn ich müsste da 40 von runterholen. Du möchtest mit Eins, Blutmagie arbeiten, zwei, oder? drei, vier, fünf, sechs. Ich möchte den Kraftspeicher voll machen. Ah ja, den hast du komplett leer gemacht, ne? Hätte ich, und das sind nur eins, zehn. 26. 20, 26. Wie So, viel ich ASP hast du bin im Kraftspeicher drin?
Da gehen 20 rein und da Sangurit-Kristalle halt nichts. Nur mit Blutmagie. Nicht so gut funktionieren, wenn man selbst mit Blut hantiert, geht das noch Verhältnis 2 zu 1. Ja. Entsprechend muss ich da 40 LEP reintun, also fehlen mir jetzt 13. Danke, Rafim. Also fängst du an, deine Laken voll zu bluten? Du setzt sich dann hin und legt den Ring in ein Schälchen rein und haltet sich ein Äderchen an und blutet da relativ, Anführungszeichen, relativ kontrolliert rein. Und das Blut wird dann von dem Kraftspeicher aufgenommen. Da muss er sich dann nachher erstmal eine Viertelstunde hinsetzen und den blöden Ring polieren, weil da kein getrocknetes Blut drin hängen bleibt. Einer von den Leuten aus der Kombüse kommt dann nochmal und bringt dir ein paar beschmierte Brote. So, das ist zum Glück auch kein langwieriger Prozess. Das macht man halt abends 10 Minuten lang. Mhm. Nur ich muss es halt einmal ausrechnen, weil ich weiß auch, wie viel LEP ich bin, wenn wir da rauskommen. Was ist 25 minus 13? 12. 12, danke sehr. War's nicht. Und dann rufen wir noch einen Dämon. Wir schwimmen an Karake, wir binden an Karake, wir schieben da ein Invocatio Integra vor. Ich werde das jetzt kurz durchklicken. Gut, dann berechne mal, kannst du gleich machen. Ich berechne nicht, ich klicke da nur kurz jetzt drauf für. Die dürfen nur nicht scheitern, das wird 1920. Der ist gescheitert. Achso, das ist nur malen und zeichnen, gut. Ja, er ist gescheitert, davon gibt es also keine Erleichterung. Dann haben wir jetzt noch die Dämonologie, davon gibt es die Erleichterung, müsste ich hinterher ausrechnen, die Punkte sind vermutlich sowieso egal. Wenn ich jetzt irgendwas unter Karakil. Was hat der Karakil für eine? Beschwörungsschwierigkeit? Ja. Sekunde. 12 oder so? Der hat ja schon Horn, ne? Er hat ein ganzes Horn. Weil. Du kannst ihn auch mit mehr Hörnern rufen, wenn du willst. Was habe ich davon? Nichts. Mächtigeres. So, der ist um 7 leichter von der Magiekunde, der ist um 3 erschwert, weil ich den mal ein Zeichen verbockt habe. Ist alles nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Es kommt sowieso auf irgendwelche Punkte unter 0 raus. Deswegen würde ich jetzt einfach würfeln. Und wenn da irgendwas weniger als. Wenn irgendwas weniger als die volle Dinger rauskommen, dann Invocatio Mario. Wir leiten das natürlich durch den Auxiliator. 2,8. Hätte schlimmer sein können. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte auch besser sein. Fuck, das heißt, ich muss jetzt rechnen. Ugh. Ja, rechnen mal. Wir fragen einfach mal Ronga. 6 Tage. Ronga wird sich jeden Tag mindestens eine Stunde in die Kambüse begeben und dort mit den Mutias und den 4 Leuten, die da arbeiten, eine regelmäßige Kartenrunde aufbauen. Außerdem würde Ronga sich ebenso zu den schwarzen Köchen begeben aus Dobirach, die Wildermarker Söldner, und mit den Geschichten aus der Wildermark austauschen und so sich ein wenig unter die einfachen Leute etablieren. Und wie er es anfangs schon getan hat, Er hat natürlich nicht viel Autorität, aber versuchen, allein durch hier mal eine gute Geschichte, gute Zeiten aufleben lassen, doch die Moral ein wenig zu steigern. Man könnte meinen, Ronga macht sich Freunde in der Küche. Okay, dann kannst du auf alle Fälle ein bisschen Zwergenstapeln spielen, also die ganzen Spiele, die eigentlich verboten sind, gerade wenn ihr auch Zwerge an Bord habt. Und die Köche vom Dobirach erzählen auf alle Fälle von der Bohlenburg, wo ein Preiosgeweihter sitzt, der jeden verbrennt. Der Burg Mersing, wo schwarze Golgariten hausen und alle erschlagen. Burg Auweiler, wo Djinne und Elementargeister auf den Feldern sitzen. Die Burg Gallis, wo ein gewaltiger Golem davor sitzt. Der soll wohl vor kurzem bewegt worden sein. Normalerweise thront er dort nur mit seinen sicherlich 20 Schritt Höhe, vielleicht sogar 30 Schritt direkt neben dem Tor. Aber die Gerüchte besagen wohl, dass er vor kurzer Zeit bewegt worden ist. Wutzenwald wurde wohl laut ihren Berichten abgeholzt und soll mittlerweile nur noch Wutzen heißen, weil der Baron wahnsinnig geworden ist, nachdem er einige Golgariten niedergeritten hat. Das führte wohl zu einigen Verwerfungen mit der ganzen Bohrenkirche. Die haben ihn als Ketzer erklärt. Die Helden waren wohl auch schon vor Ort und er hatte dann damit begonnen, damit es keine dunklen Ritzen in seinem Wutzenwald mehr gibt, alles abzuholzen.
Burg Rabenmund, die finster thront und von der aus die Rabenmunder versuchen, das Ganze zu kontrollieren. Talf wurde wohl mittlerweile überrannt, weil die Barbaren dort fehlten, nachdem Rafim sie abgezogen hat. Das finstere Zwei Mühlen, wo ein gewaltiger Nekromant sitzen soll und viele, viele Dinge, die die schwarzen Köche vom Dobirach aus allen Ecken der Wildermark berichten können. Ja, da hat doch Traviger hoffentlich die Hand drauf. Der sitzt in Dergelheim. Oder saß in Dergelheim. Ja, der hat doch hoffentlich mittlerweile die Hand drauf. Ja, allerlei noch zu tun in der wilden Mark. Der Partian ehemals geheißen. Oxnarit, Dorb, Rankare, Liretena. Und ja, gib mir mal eine Brett- und Kartenspielprobe und danach eine Überzeugenprobe. Schauen wir mal, inwiefern du dich in die Söldner integrieren kannst, vor allem auch eben in die Köche integrieren kannst. Das würde natürlich bedeuten, extra Rationen, die dann abgezweigt werden, auch Alkohol könntest dir da... Du hast nicht viel Brett- und Kartenspiel, aber... Nee. Ronga ist ja auch ganz egal, ob er gewinnt oder nicht. Mehr Glück als Verstand. Für den sozialen Aspekt, ja. Um auch Geschichten austauschen zu können, sich mit den Leuten zu unterhalten. Da ist ganz egal, ob er gute oder schlechte Karten auf der Hand hat. Er tut tatsächlich so, als würde ihm das ja, mehr Glück als Verstand ist es, ja. Wie gesagt. Du hast keine Ahnung, was du da tust, aber gewinnst ab und zu, weil dir einfach gute Karten zugespielt werden. Ab und zu verlierst du natürlich auch mal, weil andere Leute dir das Blatt so ein bisschen zinken oder selbstgezinkte Karten haben. Und versuchst dich so ein bisschen dann mit deinen eigenen Geschichten aus der Wildermark, versuchst du es mit Glück, ja? Ja, aber habe ich nicht. Ja. Die 17 mit Charisma ist natürlich bitter. Und dein THW in Überzeugung ist genauso bitter. Kannst du natürlich mit deinen eigenen Geschichten von der Burg Auralet, von Wehrheim und Dergelheim erzählen. Aber da war ja nie wirklich viel zu holen. Auch die Ochsenweide, als du dann den Stier gesehen hast, der mit Flügeln ausgestattet war. Dieser Chimerologe. Ja. Die schöne Hexe. Hattest du die mal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Nein, Röngö hat nie mit Arariel? Alariel Nachtschimmer. Alariel Nachtschimmer. Kam man nie in Kontakt. Ja, vielleicht kannst du mal von Boltax die Geschichte hören. In den 6 Tagen ist ja noch eine Menge Zeit. Wenn du dann, oder auch von Rafim dann mal die Geschichten von Zwei Mühlen, von Tal, von Galles hörst, was die damals so erlebt haben und als sie dann dabei waren im Jahr des Feuers. Gut, nach Ronga, Rafim, 6 Tage. Okay, ich habe 2 Pläne. Einerseits werde ich meditieren und 2 Liturgien in meine Gegenstände einsprechen. Das werde ich gleich einfach auswürfeln. Und ich möchte einmal Netja aufsuchen. Netja, kann ich reinkommen? Oh, welch seltene Ehre. Ja, komm rein. Ich versuche auch nicht, dich zu langweilen. Ich weiß ja, sonst kommst du... Netjana, geh doch woanders hin. Was? Ja, ich gehe auch schon. Ich würde gerne zuhören, aber... Ja, er schiebt sich so ein bisschen an deinen Muskelbergen durch, muss seinen Bauch reinziehen und dann hörst du ihn wohl, wie er gegenüber an der Tür von Rumpel klopft. Dann kannst du die Tür wieder zumachen und dich auf das Bett von ihm setzen. Ist ein bisschen zerwühlt und immer noch warm, auch ein bisschen vollgeschwitzt und Netja legt das Buch einmal zur Seite und schaut dich an. Naja, und zwar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber mein guter Freund Abel mir... möchte sich so ein Satinav-Tempel angucken. Und ich beeindrucke ihn ab und zu ganz gerne mit Wissen, von dem er nicht glaubt, dass ich es habe, weißt du? Oh, ja, gerne. Dann guckt er nämlich immer so doof aus der Wäsche, wenn ich Sachen weiß, die er nicht weiß. Oh, ja, sehr gut. Ich freue mich, wenn du etwas lernen möchtest. Du möchtest etwas über Satinav hören. Im Speziellen den Selema-Tempel? Ja, und hier fängt das Problem an. Ich weiß eigentlich nichts, außer dass das irgendwas mit Zeit zu tun hat. Ja, schon mal sehr gut. Es wird gesagt, dass Satinav kein Gott ist, sondern der 13 gehörnte Fahrer, der das Schiff der Zeiten lenkt. Er sitzt wohl irgendwo im Limbus und wurde bestraft, an dieses Schiff angekettet.
13 gehörntes Schiff. Ja, warte, ich muss mitschreiben. Ich kann mir das eigentlich nicht merken. Das ist ja ganz schön viel. Soll ich dir etwas zusammenschreiben? Ich könnte dir ein kleines Essay zusammenschreiben, wenn du magst. Das ist sicherlich bis heute Abend habe ich es fertig. Nein, nein, wir müssen darüber sprechen. Ich muss sprechen und aufschreiben, sonst kann ich mir das nicht merken. Ja, können wir natürlich gerne tun. Ihr habt alle immer so komplizierte Wörter und dann muss ich wieder Abel mir fragen und dann ist die ganze Überraschung ja kaputt. Nein, alles klar, dann reden wir so. Also Zeitenschiff. Ja, und also er passt auf die Zeit auf wie ein großer Kämpfer. So kann man sagen, genau. Er passt auf, dass niemand links oder rechts abbiegt und dass jeder sich an den Fluss der Zeit hält. Stell es dir vor wie einen großen Fluss, der immer mit der Strömung in eine Richtung läuft. Niemand darf gegen den Fluss anschwimmen oder meinetwegen auch nach rechts oder nach links ans Ufer steigen und später wieder einsteigen. Das ist verboten. So sind zumindest die Gesetze von K. Das ist jemand anderes. Das möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Wir bleiben bei Satinaf. Stell es dir wie einen großen Fluss vor. Ja, gut. Also das ist ein großer Fluss, das ist die Zeit. Und wir müssen alle in die gleiche Richtung schwimmen, sonst kommt Satinaf mit seinem großen Knüppel und haut dich. Genau. Und das Problem, was Abel mir jetzt hat, ist, dass er im Jahr des Feuers wohl an der falschen Stelle aufgetaucht ist. Und zwar ein Abel mir aus der Zukunft, der auftauchte und den Abel mir aus der Gegenwart gerettet hat. Und das Problem, was er hat jetzt, ist, dass er bald zum Abel mir der Zukunft wird und dann den Abel mir aus der Vergangenheit retten muss. Versteht ihr? Also müssen wir Satinaf verhauen. Das ist wohl sehr schwierig. Wir müssen zumindest dafür sorgen, dass der Abel mir aus der Zukunft seine Reise antritt, weil es sonst zu einem Kausalitätsproblem kommt. Ja, also Abelmir muss seine Reise antreten, um sich selber zu retten, weil sonst ist er tot und kann seine Reise nicht antreten. Wenn er die Reise nicht antritt, kommt es zu einer Singularität. Das ist so etwas wie ein Fehler. Stell dir vor, dass es auf dem Fluss einen Wasserfall gibt und ja, der taucht plötzlich auf. Man fällt einfach auf dem Floß, auf dem man sitzt, nach unten und ist weg. Verschwunden. Das ist das Problem, was er dann bekommt. Er wird zerrissen. Naja, das können wir nicht machen. Ich brauche den Mann ja noch. Nun, er wird nicht existiert haben. Und das wird viele andere logische Konsequenzen haben, sollte er nicht erfolgreich sein. Aber wir wissen ja schon, dass er erfolgreich war. Versteht ihr? Ja, aber wir müssen jetzt nur sicherstellen, dass der Abel mir aus der Zukunft, der jetzt Abel mir wird, genau, der sich selber gerettet hat, genau, auch wieder zu uns zurückkommt. Genau. Sehr gut. Und deswegen versucht er, weitere Informationen in dem Satinaf-Tempel zu suchen. So, und jetzt musst du mir noch irgendwas sagen, was er nicht weiß über diesen Satinaf-Tempel, damit ich sehr schlau aussehe, wenn ich das dann ganz locker aus der Hüfte einfach sage, wenn wir im Tempel ankommen. Ach, Abel, mir wusstest du, er wurde gebaut im... oder irgendwie sowas. Ja, da müsste ich tatsächlich einmal mit Kanesetiana sprechen. Der weiß nämlich noch ein bisschen mehr über Selem als ich. Ich war noch nicht da. Sehr gut. Beratet euch. Ich brauche irgendwas, was ihn tief beeindruckt. Was vielleicht auch ein schwieriges Wort dabei. Das ist immer gut. Dafür werde ich sorgen. Ich werde dir alles versuchen, so runterzukochen, dass du es verstehst und du unglaublich klug klingst, okay? Wunderbar. Ich übe das Wort sonst auch. Ich habe ja Zeit. Ich trainiere sonst ein bisschen und dann übe ich noch die Wörter. Dann. Super. Du begeisterst mich, Rafim. Das macht mir wirklich Spaß. Ich bin stolz auf dich. Du müsstest ihn sehen, wenn er dann so doof aus der Wäsche guckt, wenn er wieder was nicht weiß. Aber ich freue mich immer. Ja, und dann weißt du das. Das ist doch herrlich. Ja. So, ich muss jetzt mir in die Hand schneiden. Ich muss ein bisschen meditieren, aber ich komme dann heute Abend wieder und dann hole ich mir den Zettel ab. Ja, ausgezeichnet. Dann freue ich mich auf heute Abend. Ja, wunderbar. Okay. Mit diesen Worten würde Rafim rüberdrehen, auf einmal gegen die Tür treten. Kanesetiana, komm mal hierher. Du musst da drüben helfen. Ich komme. Er macht die Tür wieder auf. Und dann würde er nach oben wieder gehen. Und du kannst in der Kapelle verschwinden? Genau, ich möchte meditieren. Ich würfel das auch gleich eben aus, aber es... Gut. Wunderbar. Perfekt. Gut, Abel mir. Ja, ich würde wahrscheinlich die Zeit verbringen, damit
erstmal kann Tiziana die Grundlagen der marischen Sprache und Schrift beizubringen. Mhm. Du wirst also feststellen, er lernt sehr, sehr schnell. Und wird verachten, dass er mir nicht Bücher zerkaut. Und dann würde ich mir zusammen weiter dieses Daimonikon studieren und probieren, einzelne Passagen ins rechte Licht zu rücken, sozusagen. Mhm. Du versuchst also weiter die Übersetzung. Genau. Wenn du am zweiten Tage der Reise stehst auf, hast gestern den ganzen Tag Ganesetianer unterrichtet und morgens gibt es dann wie immer die Offiziersbesprechung, kannst du nach oben kommen in die Kajüte von Sulamin, gehst so ein bisschen verschlafen noch los und als du dann die Tür öffnest, stellst du fest, dass die Kajüte sich verändert hat. Du stehst vor einem gewaltigen Podest, beziehungsweise ist es ein gewaltiger Schreibtisch aus schwarzem Eichenholz und du siehst, wie Diamantes dort sitzt. Neben ihm, du siehst auf einem Stuhl daneben zu seiner rechten Yalan, Sulamin und 1, 2, 3 Zwerge. Ach, aber mir würdet ihr mir bitte aus dem Weg gehen. Yalan hat sich schon wieder auf meinen Pinsel gesetzt. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Also wirklich. Gut, ihr seid wieder da. Setzt euch. Jetzt erklärt doch vielleicht unserem hochgeschätzten Captain mal, dass wenn wir den Männern nicht bald endlich mal den Lohn erhöhen, sie uns abspringen wie Ratten von einem sinkenden Schiff. Wir warten hier schon lang genug. Verzeihen. Ja, und das macht sie noch viel unruhiger, wenn wir hier liegen, anstatt endlich zu fahren. Aber mir ist niemand, der Zeit verliert. Wenn er sich Zeit gelassen hat, dann um etwas Wichtiges zu tun. Welches Datum schreiben wir? Das ist der 14. Zar. Sommer, mit mir wirst du auf deine alten Tage nur alt. Nein, redet ruhig weiter. Wo waren Sie gerade? Es reicht. Sulamin, Bericht. Ich habe die Schriften studiert und nun ja, mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Und zwar der sogenannte Stern von Selem, der in die Bucht hinabgestürzt ist, hat am Himmel eine Leerstelle hinterlassen. Und ich konnte diese Leerstelle lokalisieren. Und ich denke, ich habe ein ganz gutes Bild davon bekommen, wann die Konstellation soweit sein wird. Aber mir, dir fällt auf, also Diamantes, was auch immer der hier tut, er hat ein Holzbein. Gut, Yalan gehört hier sowieso nicht hin, aber Sulamin trägt keine rote oder rosafarbene Robe, sondern sie ist komplett in Silber, in Mondsilber gekleidet. Ja, schwarze Hand legt sich um seinen Schwertgriff. Und wir werden Zeit haben, dann wissen wir alles, was wir wissen müssen. Ich werde zusehen, dass die Männer bereit sind und dann schnappen wir uns den Pisser endlich. Von wem redet ihr gerade? Von Paligan, Abemir. Ach, natürlich, ja, Paligan, natürlich. Ich hoffe, deine Forschungen sind gut vorangekommen und du hast endlich eine Lösung für die Plagenbringer. Wir verlassen uns hier auf dich. Richtig. Wie steht es um das Artefakt und den wahren Namen? Ich bin noch dabei, aber ich bin guter Hoffnung. Guter Hoffnung? Gestern hat sich das noch ganz anders angehört. Du standest kurz vor einem Durchbruch. Was ist passiert? Nun ja, Schwierigkeiten magischer Natur. Ich bin mir sicher, Kapitän, er wird schon zurechtkommen. Schwierigkeiten magischer Natur. Ja, das sagte ich. Abemir. Ja? Hat man dir heute Morgen was ins Essen gemischt? Nein, ich habe etwas schlecht geschlafen. Viel Arbeit. Ja, die Arbeit tut sich nicht von alleine, wie ihr sicherlich wisst. Du kannst dich doch nicht an unseren Zwergen, die Bier bedient haben, oder? Ich trinke kein Bier, das wisst ihr doch. Du siehst zu deiner Rechten Boltax, aber er ist nicht als Geode gekleidet, sondern komplett in Metall gehüllt. Neben ihm siehst du seinen Zwillingsbruder sitzen, der im Prinzip genauso aussieht. Und beide scheinen wohl Angrosch geweihter zu sein. Ha, sehr erfreut. Boltax. Ja, du willst dich doch nur aus dem Bier rausreden. Ich sehe mich nett schon. Aber mir bist du bescheuert? Setz dich jetzt endlich hin. Natürlich. Entschuldigung, habt ihr etwas zu schreiben dabei? Aber natürlich, bitte. So, und jetzt lass den Mann endlich in Frieden. Wir stehen alle unter Druck. Der darf man mal zu tief in den Krug geschaut haben. Ich habe nichts getrunken. Herzlich, mir. Da auf den Sessel, bitte. Ja, gerne. Nun, ihr könnt ruhig weiterreden. Ich bin sehr interessiert. Jedenfalls, zurück zum Thema. Die Männer sind ja prinzipiell bei der Sache. Aber die wollen auch am Ende irgendwas raushaben.
Denn nur für die gute Sache kämpfen sie nicht für uns. Das weißt du genauso gut wie ich, Diamantis.